Herzlich willkommen zum Dies Academicus 2017. Ein Wort der Freude, dass Sie heute alle zu uns gekommen sind, um gemeinsam mit unserer Universitätsgemeinschaft den Dies Academicus zu feiern. Ein Wort der Freude, dass unsere Universität in Öffentlichkeit und Gesellschaft Wertschätzung erfährt für ihre Arbeit und ihren kritischen Geist, wie die Vielzahl der Gäste zeigt, die von außerhalb der Universität zu uns gekommen sind. Es ist jetzt das dritte Mal, dass ich hier im Audimax sozusagen stehe und sprechen darf. Und es erfüllt mich jedes Mal mit Freude, dass wir hier stehen, weil ich stehe hier nach 10 Jahren harter Arbeit, die wir gemeinsam mit der Universität geleistet haben, um hier dieses Gebäude einzuweihen, zu nutzen vor allem und es nach vorne weiterzuentwickeln. Wie können wir also zu einer produktiven Feedback-Kultur auf dem Campus kommen? Eine Feedback-Kultur, mit der Studentinnen aus ihren Fehlern lernen und ihr Wissen erweitern können. Und das Dozentinnen ermöglicht, bessere Lehrveranstaltungen anzubieten, die womöglich schon sogar zu ihrer Forschung beitragen können. Dafür brauchen wir vor allem eine offene und respektvolle Kommunikation auf Augenhöhe. Meine Damen, meine Herren, wir kommen nun zur Verleihung der Ehrenpromotionen. Die Verleihung der Ehrendoktorwürde anerkennt ihr wissenschaftliches Werk im Bereich Entrepreneurial Finance, welches in Breite, Tiefe und Umfang seinesgleichen sucht. Mit ihrem vielseitigen Engagement stehen sie für eine Wirtschaftswissenschaft, die kein Selbstzweck darstellt, nicht sich im Elfenbeinturm versteckt, sondern für eine Wissenschaft mit höchsten fachwissenschaftlichen Ansprüchen, die aber den transdisziplinären Dialog und Austausch mit der Praxis sucht. Kurz, für eine Wissenschaft mit der Gesellschaft statt eine Wissenschaft für die Gesellschaft. Die Fakultät Wirtschaftswissenschaften verleiht die Ehrendoktorwürde Dr. Rea Poll HC an Professorin Dr. Dr. Ann-Christine Achleitner. Mit der Verleihung des Ehrendoktors an Hans-Ulrich Gumbrecht ehrt die Leuphana daher heute einen Autor, der für all das steht, was sie von sich selbst erwarten sollte. Die Fakultät Kulturwissenschaften verleiht die Ehrendoktorwürde Dr. Phil HC an Professor Dr. Hans-Ulrich Gumbrecht. Today at the Dies Academicus, a day when the members of this university gather to award excellence, the Faculty of Business and Economics now has the pleasure to honor Professor Helen Nissenbaum. Lieber Herr Professor Dr. Prenzel, sehr geehrte Festgesellschaft, wir ehren jetzt eine Persönlichkeit, die sich um die Weiterentwicklung des deutschen Bildungs- und Wissenschaftssystems und insbesondere um die empirische Bildungsforschung in Deutschland auf ungewöhnliche Weise verdient gemacht hat. Die Fakultät Bildung verleiht die Ehrendoktorwürde Dr. Phil HC an Professor Dr. Manfred Prenzel als einen der bedeutendsten Vertreter der empirischen Bildungsforschung. The one thing I believe I can say in everybody's name, in the name of the four of us, we are all, each of us in our own way, extremely grateful. But there is something fragile, something precarious about this gratitude. Because I think we all feel the desire to return something to the university, to do something to the university, precisely because we know that this was not your motivation. And this is difficult. So my wish as an expression of gratitude for today is that the four of us individually, in our own ways, will find good ways, good modalities to express our gratitude. And as far as I'm concerned, this should be coming back to this beautiful space. Thank you in the name of the four of us for this day, which is a beautiful day, which is a day where all of a sudden, and for some moments, you feel like fulfillment. I promise that tomorrow we will not think like fulfillment, but we thank you from the bottom of our four hearts. Maybe they have the same rhythm at this point,
for this beautiful day and for this honor. Thank you. Zweifel und kritische Reflexion ist nicht Bestandteil disziplinärer Regeln und Normen. Sie sind das, was zu einer Disziplin hinzukommen muss, damit es einen wissenschaftlichen Fortschritt geben kann. Was immer es also heißt, über die Disziplin hinauszugehen, die Grenzen zu überschreiten, es sollte auch meinen, von Zeit zu Zeit die Regeln und damit auch den Common Sense innerhalb einer Disziplin in Frage zu stellen. Seien Sie voller inhaltlicher und methodischer Zweifel, ecken Sie dafür an, entzünden Sie darüber Kontroversen. Dies bringt die Wissenschaft voran, dies bringt uns alle voran, dies macht die besondere akademische Gemeinschaft aus. Seien Sie wie jener Abweichler in Platons Akademie, dessen Namen allen bekannt ist. Es ist Aristoteles. Herzlichen Dank. Hochschulbildung bedeutet nicht nur fachlich zu qualifizieren, sondern bedeutet eben auch auf besondere Art und Weise zur Persönlichkeitsbildung mit beizutragen. Dabei würde ich eine Universität, und ich glaube, das ist auch nicht die Einstellung der Leuphana hier, nicht als erzieherische Einrichtung verstehen, sondern als eine unterstützende, die dazu beiträgt, dass dann im Kontext eines Studiums besondere Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung vorangebracht werden können. Deswegen freut es mich ganz besonders, jetzt die Lehrpreisträgerinnen und Träger nach vorne zu bitten. Kreativität und Innovationsbereitschaft spürt man hier überall an der Leuphana. Und jetzt ist es nicht nur spürbar, sondern auch sichtbar, seit es das neue Gebäude gibt. Die Leuphana macht richtig vor allem, dass sie anders sein will. Dass sie jetzt in den vergangenen 10, 15 Jahren sozusagen eine Logik der eigenen Initiativen entfaltet hat und versucht, diese Logik zu verfolgen, ohne sich beständig zu fragen, was wird im nationalen Rahmen, im niedersächsischen Rahmen erwartet. Und ich bedanke mich im Namen der Universität bei den Preisträgern und Preisträgern für ihr herausragendes Engagement und Leistung im Transfer und bitte Sie nach vorne.